Ja, hallo, wir haben es um kurz nach 5 Uhr morgens. Ja, die Nacht war sehr schön, sehr angenehm. Und bin nur einmal wach geworden, da habe ich dann noch mein Fleece-Pullover ausgezogen, weil es wirklich zu warm war. Und im Hintergrund war eben noch ein Käuzchen zu hören. Und das war auch wieder sehr schön. Ja, als Setup habe ich dabei gehabt von Mountain Equipment einen Schlafsack mit Starlight 2. Von Expert eine Synmat und das war als Setup vollkommen ausreichend, das war sehr angenehm. Also ich habe nicht gefroren. Ja, einzige was bei mir ausfliegt, ist der Biwaksack. Da sagen wir mal unter atmungsaktiv verstehe ich was anderes. Das ist kein militärischer Biwaksack, sondern einer aus dem privaten Bereich. Und der fliegt definitiv aus bei mir. So, ich mache jetzt erstmal mein Frühstück und dann ja, werden wir uns wiedersehen und sobald es hell ist, da werde ich dann langsam losziehen zu meinen Zielpunkten nach Hörschel. Na, das ist doch mal richtiges Power-Frühstück hier. Schön Müsli und ein heißer Kaffee. So, wenn ich das jetzt alles schön gegessen habe, so, und dann gucken wir, wo wir hin müssen. Natürlich auch hier wieder gesäumt von netten Wanderschuhen. Und da haben wir es, Hörschel, 11,7 Kilometer noch. Und ja, da machen wir uns hin. Und es hört sich einfach nur herrlich an. Zu dieser Schutzhütte hier habe ich es gestern Abend leider nicht mehr geschafft. Dafür war ich dann doch zu K.O. Aber dafür habe ich die jetzt hier heute Morgen. Und guck mal, da drüben ist die Wartburg. Das ist die Burg, wo Martin Luther das berühmte Tintenfest hier nach den Teufel geworfen hat. Die Wartburg. Und sowas entschädige ich doch. So, ich guck mal, wo es jetzt weitergeht. Was ihr natürlich jetzt da im Hintergrund seht, das ist jetzt nochmal die Wartburg von einer anderen Perspektive. Einfach nur herrlich. Und vor allen Dingen so früh morgens ist noch keiner unterwegs. So nicht, dass ich jetzt jemand getroffen hätte hier. Und du hörst wirklich nur das Hämmern der Spechte, die Wildtauben und die anderen Singvögel. Also das ist eigentlich schön. Ja, wie ihr sehen könnt, das Terrain, das hat gewechselt und ja, wir sind ungefähr 7 Kilometer vor Hörschel und wollen mal gucken, ein bisschen Wegstrecke ist es ja noch, aber eine sehr schöne Landschaft. Ja, auch ein bisschen Geschichte gehört dazu. Hier haben wir so das Stück erreicht, wo damals die Teilung Deutschlands war. Ich hoffe, ihr könnt das gut lesen.
Ich habe jetzt noch 4 Kilometer bis Hörschel und ja, auch weiter. Wir haben es fast geschafft. Da unten ist Hörschel. Es war eine schöne Etappe. Meine Herren. Heftig. Jetzt haben wir es geschafft. Im Hintergrund seht ihr das Rennsteighaus hier in Hörschel. Und ich bin fix und fertig. Und ich suche jetzt eine Bahn, sprich einen Bahnhof.